Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir Getzes besiegt, die Credits gesehen und damit ja, eigentlich das Spiel beendet, aber es geht ja noch weiter. Okay, wir kommen zu einem da draußen. Ich hab eine Menge. Warum gibt es die jetzt zweimal? Warum ist sie hier zweimal? Ach so! Das ist so arg anscheinend, ne? Eine Libelle! Och nö, Libelle, bitte, alles nur dich nicht! Boah, Junge, halt dein Maul, ich hasse dich! Ich finde schon furchtbar, dass du auch in Ultrasonic Ultramond wieder einen Auftritt bekommen hast, nur damit du einen Auftritt hast, mal wieder. Junge, ich kann dich nicht ausstehen, halt mal dein Maul. Ja, die sieben Weisen einer Region. Mhm. Ja, jetzt wirst du mal bitte, dass ich deinen Tricksarbeit mache. Boah, ja komm, dann helfe ich dir halt, Junge. Aber bitte geh raus aus meinem Haus. Ja, ich habe eine Angel bekommen. Super Angel. Dass man die Angel erst jetzt bekommt, finde ich auch mega lustig. Ich habe eine Super Angel, oder? Ja, es ist eine Super Angel. Nur doch um die sieben weitesten die Plätze mal. Oder erinnere ich mich da? So, sein. Ja, es gibt technisch Folge, ich dachte. Hätte auch nichts anderes oder wird immer wieder erwartet. Und ich werde sie euch zu verbrochen. Zwar, sie hat absolut nichts mit der Sache zu tun. Aha. Also nur erkläre ich dir, wie... Ich weiß, wie man eine Angel benutzt, Junge. Zwar, krass, sie hat absolut gar nichts mit der Sache zu tun, Alter. Voll krass. Na gut, wie dem auch sei. Wir haben zwei legendäre Pokémon noch zu fangen, zum Nachholen, besser gesagt. Ja, die Welt ist schon vorbei. Geht's es? Das Rio. Ja, die Bell war ja dann da. Also wusste sie gar nicht, was da passiert ist. Ja, Rayuno City, da kommen wir jetzt weiter. Hallo, Ebatesh, mein BFF. So. Ja, ihr kommt ja wie gerufen. Gut, dass ihr alle beisammen seid. Neulich habe ich von einem bekannten Daten den nationalen Pokédex erhalten. Bla. Bibla blub, nationaler Pokédex. Aktionsradius, Radius, wie auch immer. Kurz mal um Pokédex. Hier einmal für dich, Bell. Einmal für Sharon. Das Plus kommt zum Schluss. Einmal für dich. Ja, ich habe jetzt den nationalen Pokédex. Ja, jetzt kann ich alle Pokémon im Pokédex sehen. Krass. Das ist ein nationaler Pokédex. Es gibt ja immer noch so viele, die mir voll schon bekannt sind. Ja. Jetzt zeigen wir schon mal und Papa. Ist mir eigentlich scheißegal, aber zeigen deine Eltern. Okay, und wie schon gesagt, es gibt zwei Pokémon. Legendäre, die hätte ich schon vor der Liga fangen können. Aber die muss ich jetzt nachholen. Zweimal Terrakium und einmal Boreos. Terrakium ist in der Siegestraße am Ende. Und Boreos ist ein Wander-Pokémon, also ja. Ich bin gerade zuvor meinen Schutz aktivieren. Anders ist mich ja schnell irgendwie in diese Pokémon. Die ja, Carbonar. So, kann irgendwer fliegen erlernen im Team? Fällt dann höchstens Carbonat, ne? Ja, vielleicht soll ich auch nicht bei den normalen Items schauen. Vielleicht soll ich bei den TMVM auch schauen. Vor allem nur zwei fliegen. Komm bitte, ich will kein VM-Sklav nehmen. Und okay, gut. Carbonat kannst du erlernen. So, Schlitzer mache ich weg. Schlitzer ist die schlechteste Attacke, definitiv. Ja. Ich
würde auch sagen, so mit Schwächen der legendären Pokémon würde ich, boah, keine Ahnung, Emungas vielleicht? Nee. Sebulz. Den würde ich gerne mich paralysieren. So, ich würde sagen, wir kümmern uns ums erste. Und zwar wäre dies Demeteros. Ne, nicht Demeteros, das glaube ich da, Terrakium. Ja, guck mal, der Siegestraße. Ich weiß gerade gar nicht, wo Boreas so alles auftauen kann, ob es auch gekennzeichnet ist. Ja, aber die Gabi-Mitschutz kennen so, die machen wir jetzt noch nicht. Muss ich gerade gucken. Beutel. Einsetzen. Sieht man, wo das Ding ist? Oder ist das random? Im früheren Reiz konnte man es hier sehen. Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal zu Terrakium. Warum habe ich gerade sie hier aktiviert? Boah, null Ahnung. Beutel. Wartet, wartet. Nein, 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 nein. Ich geh die Rakun noch nicht fangen. Ich geh jetzt erstmal Bälle kaufen. Ich muss mich nämlich gerade daran erinnern, bei diesem Rage dagegen, ja. Rechiam. Weil ich keine Hyperbälle hatte. Und ich mir auf Screen auch keine gekauft habe, die man gesehen hat. Ich glaube sogar, ich habe sie alle verkauft, weil ich Geld brauchte für die Getränke. Und den Meisterball. Ja, sorry, ich bin jetzt wieder pleite, aber egal. Braucht die Welt für Terrakium. Boreas, wenn ich den Mann treffe, dann werde ich einfach einen Meisterball nach dem werfen. Ich habe keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden, nur weil Herr Boreas dann flüchtet. Habe Schutz aktiviert? Okay, anscheinend nicht. Auch wenn mit cooler Hilfe. Wenn mit cooler kann potenziell halt ein richtig starker Gegner werden. Beutel. Schutz. Und BFF mal wieder. Ich hab keinen Schutz. Ich hoffe, ich habe ein Fluchtseil. Ich hab's hoffentlich nicht verkauft. Boah, Siri, nein. Hi, Swobet oder auch. Oder zu Deutsch. Decknoil. Tschüss, Decknoil. Bist du dir sicher, dass du keinen Schutz hast für Wasser? Okay, was habe ich hier? Hyperball, Glücklerfensterschein. Beta-Fensterball, Masterball, Sonnenstein, Mondstein, Donnerstein. Hämmerball, Leuchtstein, Blattstein, Herzschüttel, Feuerstein, Rauchball, Wintersaat, Netzball, Hyperball. Platz auf keinen Schutz, ich Idiot. Komm, die Höhle, die ist schon da. Komm, die paar Meter. Ja, danke. Sieh schon. Ich hoffe mal, wir brauchen nicht den kompletten Part nur für Terrakium. Ne? Boah! Hier, wie gesagt, das hätten wir schon vorher holen können. Schon vor der Giga halt, ne? Aber ja, ich war halt kurz vorm Ende. Ich wusste nicht, ob ich das noch zeitlich packe, das Ding zu fangen.
Die Steinhagel macht, kommt. Macht jetzt nicht viel Schaden. Und Voltweg überlebt das, komm. Sibris hat jetzt keinen krassen Spezialangriff, das hängt du schon. Komm, Tiraktum. Danke. Ehrenmann. Komm, ich mach mal Steinhagel mit Kelly. So, ich werde definitiv keinen Kopfschuss riskieren und auch kein Flammenblitz. Steinhagel wird, glaube ich, das Safe sein. Ja, ist es auch. Krass. Okay, jetzt kann auch Steinhagel. Ja, wusste ich natürlich. Peggy tankt natürlich nichts, war ja auch schon zu erwarten. Vor allem kein Step Steinhagel von dem Terrakium. Oh komm, nee. Immunges wird am besten sein, also hier im Tello. Also gut, dass er. Ich hab Finsterbälle 6. Wir sind in der Höhle, also gehen die. Wenn Frieden bei Schmerz ist sicher, weil es in dem Wald war, aber bei einer Höhle bin ich mir jetzt. Ist es safe. Ich glaube, das Ding hat wieder eine Fangquote von 3. Die Viridium und Cobalium. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich eine Fangquote von 3 haben. Ich glaube es aber mal. Ich meine, warum sollten sie keine Fangquote von 3 haben, wie die meisten Legionäre? Ja, das wird reduziert. Ja, so wie ich sehe, hätten wir das damals in dem Part von der Liga nie geschafft, noch Terrakium zu fangen. Also, ja, bevor Mungus hier jetzt noch krepiert, mache ich Synthese.